Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon. Heute versuchen wir natürlich weiterhin Gas zu geben. Wir wollen natürlich die Orden kriegen. Wir wollen uns natürlich alle schnappen. Jedes einzelne Pokémon in diesem Spiel. Egal in welcher Region. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit der heutigen Folge, wenn ihr einfach mal bei meinem Discord vorbeischaut. Und schaut doch unbedingt mal bei meinem Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um eben dann sowas wie Video-News zu kriegen, wenn mal keins kommen sollte aus irgendeinem Grund. Oder eben einfach mit mir zu zocken oder andere Sachen mit anderen Leuten zocken. Also wie gesagt, Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Mal lieber auf unser Bayleaf. Hallo, Lordlord, mein Freund. Bitte töte für mich mal dieses Slowpoke. Ja, macht auch. Mit einem kritischen Hit sogar. Also du sollst es nur töten, nicht zerstören. Junge. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück, weil wir eben Team Rocket aufgehalten haben. Unser erstes Aufeinandertreffen mit Team Rocket finde ich echt toll, dass wir das jetzt schon hatten. Wir nehmen wieder dieses Gust, während er wieder mich absorbt. Wir haben nur noch 4 KP, nice. Echt voll gut. Wieder Gust. Oder Gast wahrscheinlich eher. Ich denke mal Flügelschlag oder so. Also irgendeine schwache Flugattacke auf jeden Fall. Aber für die Zubats reicht es. In True Hit. Und gleich haben wir Level 12er Taubsi. Ich bin da immer noch der Meinung, es könnte sogar klappen gegen den Käfer-Arena-Leiter mit diesem Taubsi. Aber ich werde trotzdem vielleicht noch offscreen gleich ein bisschen trainieren. Beziehungsweise wir machen es so, wir gehen jetzt definitiv schon wieder Critical Hit, alles klar. Wir werden jetzt dann schnell zum Pokécenter laufen, ist ja klar, wir müssen uns heilen. Wir werden dann definitiv kurz zu Kurt schauen, weil ich glaube, wir müssen erst mit Kurt reden, bevor wir ins Dings können. Und dann bekämpfen wir den ersten Gegner im Gym. Also in der Arena. Wenn ich aber dann feststelle, unser Level ist noch nicht stark genug mit Taubsi, dann werden wir definitiv nochmal trainieren gehen. Aber wenn jetzt der Taubsi genauso gutes Level hat wie unsere Gegner, dann müssen wir ja nicht trainieren gehen. Ich weiß nur, sein stärkstes ist ein Sichlor auf Level 17, also vom Arena-Leiter. Aber auch nur, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist halt auch die Frage, ob es in dem Spiel auch so ist. Es kann auch sein, dass die schwächer oder sogar stärker sind. Alles möglich. Aber wir sind zumindest mal Level 12er Taubsi. Nicht wir sind, wir haben. Und ich wünschte immer noch, wir könnten laufen. Und nicht nur gehen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn das irgendwie geht und ich nur zu lost bin und nicht gesehen habe, dass das geht. Aber ich glaube wirklich, das geht tatsächlich nicht. Aber mal gucken. Level 12, das geht echt in Ordnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, wie gerade gesagt, ins Pokécenter. Dann zum Kurt. Und dann ins Gym. Unser Taubsi ist halt fast tot. Finde ich auch nicht so gut tatsächlich. Aber zumindest hatten wir unser erstes Aufeinandertreffen mit den guten Team Rocket, das nicht gut ist, sondern böse. Wenn ich dann gut sage, sag ich auch, weiß ich auch nicht. So, alle sind wieder geheilt. Unser. Lol. Unser Ei ist mittlerweile ein Togepi. Ich habe gar nicht mitbekommen, wann sich das geschlüpft hat. Hä? Das wurde ja gar nicht gesagt. Und damit haben wir ja tatsächlich unser zweites Pokémon. Wie geil! Hey Kumpel, ich hab's geschafft, Kurt. Ja. Okay, jetzt muss ich mit Caroline reden. Ja. Nein, ich bin tatsächlich nicht deswegen hier. Kurt, ich bin nicht deswegen hier. Nein.
Ich will jetzt tatsächlich nicht den Pokéball nehmen. Ich rede jetzt kurz mit dieser Carolina. Was willst du? Okay. We shall talk about it tomorrow. Ich hoffe jetzt einfach, dass es einfach in Ordnung geht, wenn ich nach dem Gym oder so zu der gehe. Weil wenn nicht, dann werde ich jetzt dann doch nochmal einen, nach dem Kampf, einen Cut machen und dann eben morgen weiterspielen. Weil ich dann auch keine Lust habe, hinzugehen, zurückzugehen und wieder, also, nee, nicht hinzugehen. Okay, die Arena sieht da deutlich anders aus. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe dann keine Lust wegzugehen und dann wieder herzugehen und dann wieder wegzugehen. Vor allem, wenn ich nicht laufen kann. Hallo, Ciro. Ja. Okay. Ja, hier seht ihr es. Feuer- oder Flug-Pokémon. Wow! Bugcatcher Benny, du willst kämpfen? So, jetzt hoffe ich einfach, dass das Level passt. Was haben wir denn? Drei Gegner, Levels. Okay, wir müssen definitiv nicht mehr trainieren gehen. Und wenn das bloß Level 7 ist, dann ist das echt gut. Level 9? Aber wir one-shotten die halt alle, weil es einfach super effektiv ist. Hä? Du hast es überlebt! Soviel zum Thema one-shotten. Und jetzt haben wir einen Beat-Rail. Twin-Needle. Aua. Aua. Oh, wir sind vergiftet. Taubsi, schaffst du es? Gegen dieses Beat-Rail? Sie sieht gerade echt nicht so. Oh, Hilfe. Ich gehe jetzt nicht auf Risiko. Geodude. Sorry, aber das ist mir tatsächlich zu. Ja, gefährlich gewesen jetzt gegen Ende. Wir machen jetzt einfach einen Rollout. Hoffen, dass wir. Aua, kannst du bitte aufhören mit deinem scheiß Twin Needle? Und damit haben wir ihn jetzt auch endgültig besiegt. Wir haben den Kampf gewonnen. Taubsi ist Level 13. Ja, und wir gehen nochmal schnell zum Pokécenter, weil wir vergiftet wurden. Warum ist. Ja, okay, ist eigentlich logisch, dass Käfer gefühlt ist, weil er gegiftet ist. Jetzt warte mal, Togepi, was bist denn du eigentlich für ein Typ? Also in dem Spiel meine ich jetzt. Info. Ja, ich würde gerne wissen, was du. Achso, da unten steht's. Fee. Verdammt! Ja, dann kann es halt auch sein, dass wir unser Taubsi auch im Battle um den vierten Arena-Orden nutzen werden. Denn. Wir haben schon wieder Level Up. Geil. Weil wir 10-mal uns geheilt haben? Ich glaube nicht. Open Box. Eine TM, eine PP Up und einen Repeat Ball. Jetzt gucken wir mal kurz die TMs, was wir da so gekriegt haben. TMs, HMs. Wir kriegen die Shadow Ball. Flame Charge. Ach, schade, das kann keiner lernen, oder? Okay, wenn du es lernst. Schade. Oh, ein U-Turn. Das ist auch eine coole Attacke. Thunderbolt. Warte, was? Was ist denn mit Rappers? Muss ich sogar der Thunderbolt lernen? Nee, wir haben jetzt tatsächlich keine gute Attacke leider. Wie würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt wieder in die Gym. Kämpfen weiter. Und dann gucken wir mal.
Wie soll das denn jetzt hier lappen? Ist klar, dass ich instant in die falsche Richtung laufe, oder? Warum ist das jetzt hier so eine Art Labyrinth? Das finde ich nicht gut. Ah ne, hier ist das Sackgasse, okay, müssen wir da wirklich hoch. Oh, da ist wieder ein Bugcatcher, der Josh. Ja, nach oben. Man braucht ja echt gute Übersicht, um sich nicht zu verirren. Ja. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Als ob ich den Instant die ganze Zeit den richtigen Weg erwische. Was zum Henker. Man könnte ja schon fast meinen, ich habe die Arena schon mal gekämpft oder so. Gekämpft. Genau, ich habe die Arena gekämpft. Nee. Ich bin durch die Arena gelaufen, könnte man schon fast meinen, weil ich alles so gut schaffe. Gedacht. Bin ich tatsächlich nicht. Who are you? Ich bin Level 60. Hallo Josh. Okay. Dann mag den Arena-Leiter und möchte das uns testen. Eine Paras. Ja, ich setze wieder Flugattacken und krieg dich ab. Der ist Level 2, 3. Der ist Level 13, aber ich one-shotte ihn. Du bist hier der schwache Junge. Und unser Tauchsinn. Oh. Wir nehmen definitiv nicht Baby. Ist das jetzt wirklich ein Doppelkampf? Ja. Ey, ich finde das cool. Unser erster Doppelkampf, aber nur einer von den beiden zu mir läuft. Hauptsi und der. Okay, ich hab's jetzt schon. Ich setze Gast ein gegen den hier. Ah, man muss da wirklich so richtig drauf drücken. Und Rollout gegen. Hatte ich mich selber nicht. Gegen Lebida. Lediba. Wie auch immer. Wow, Spinner hat sogar überlebt. Und Ladybar ist gewone-shottet worden. Oh Mann. Nee, hä? Hallo? Ah nee, doch, der ist wirklich besiegt. Oh lol. Auch interessant. Die in Anführungszeichen Leiche bleibt einfach da. Man sieht ja quasi eine Leiche gerade, weil ich habe ihn ja eigentlich besiegt. Oh, ich muss ja noch ein Rollout. Rollout gegen. Warum musste ich jetzt bei Rollout nicht mehr meinen Gegner wählen? Das ergibt keinen Sinn. Oh nein, oh nein! Tja, ich hab dich wohl besiegt, Kollege. Ich hoffe jetzt, wir können gegen den Bugcatcher Ellie oder Elle auch noch kämpfen. Ich hoffe halt immer noch. Ja. Ah doch, dann würde ich helfen. Weil ich hoffe einfach, dass wir es noch weiterentwickeln können. Unser Taubsi. Mit Level 15 sollte es ja schon soweit sein, oder sich? Boah, ich weiß jetzt nicht, ob 15 oder 17, beides möglich. Ich weiß nur, dass ich gerade die ganze Zeit seine Pokémon one-shotte. Einfach, weil die so schwach sind. Sie sind zwar Level 12, aber sie sind halt noch die Erstentwicklung. Warte mal, hat der gerade nicht noch gelabert, dass die so früh sich entwickeln? Und dann hat der Level 12er Raupi und Hornio? Also auf Level 12 sind sie eigentlich schon Smetbo und Bibor. Was? Buxi? 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 Level 15 ist es anscheinend noch nicht. Soweit. Ich würde jetzt sagen, wir probieren jetzt einfach den Kampf direkt. Hoffen, dass wir nicht sterben. Das einzige Problem wird eigentlich eh bloß Sichlor sein. Denn die anderen beiden sind Kokuna und Safka, wenn ich mich richtig erinnere. Da habt ihr jetzt Level 17 Sichlor. Also es könnte zwar schon ein stärkerer Gegner werden, der mir gerade 21 Damage gemacht hat. Boah. Bayleaf. Ich glaube, du musst mal kurz ein bisschen tanken. 13 Damage. Jetzt setzt der U-Turn ein, das ist sehr effektiv und tötet mich. Kokuna, ja okay, passt. Jetzt konnte ich nämlich. Das war tatsächlich jetzt mehr oder weniger mein Plan. Ich habe den jetzt quasi geopfert dafür, dass ich dann gegen Kokuna erstmal antreten darf, weil der nur. Warum rennt auf einmal eine Angriffsattacke? Hallo? Cheater! Ich glaube, wir verlieren den Kampf.
Aber dann wissen wir Bescheid, wir sollten immer erst zum Pokécenter. Wir verlieren halt echt. Zum Pokécenter gehen. Der Moment, wenn einfach Geodude schon wieder die letzte Hoffnung ist. Help me, Geodude, you're my only hope. Ah, Mann. Ach, was, das ist ja auch super effektiv. Aber gut. War doch rein so Tackle! Hat er gerade sein. Alles klar. Nee, es läuft gerade echt schlecht. Und ich habe wahrscheinlich nicht mal einen Wiederbeleber, oder? Nein. Ich habe noch ein paar Tränke. Alles klar. Ich kann es gerade nicht benutzen. Kannst du ihn jetzt bitte töten? Danke. Und jetzt noch das blöde Sichlo. Oh Gott, ey, das wird so ein harter Kampf. Und tot. Okay, wir haben verloren. Wir haben unser erstes Mal verloren. Ich war gerade kurz verwirrt, aber das merkt man halt, ich hab den Typ mal aus. Aua. Ja, der one-shottet die. Es ist nicht so, dass wir nicht stark genug sind, das Problem ist einfach nur, der ist stärker. Ja, schon. Schäm dich. Der one-shottet, der hat jeden, alles klar. Jetzt bin ich gespannt, werde ich automatisch ins Pokémon Center gebeamt? Ah, nee, halt, ich bin rum! Okay, bin eh tot. Wobei, das mit dumm war sogar richtig. My study is paid off. Okay, ich bin wieder geheilt. So, was war das Problem? Richtig. Es gibt jetzt hier einen kleinen Cut. Wir werden jetzt, ich werde schnell Taubsi trainieren und auf Level 17 machen zur Entwicklung und dann gehen wir nochmal hin. Bis gleich. So, es gibt doch nochmal eine kleine Planänderung. Ihr seht, Taubsi ist zumindest bei Level 16. Wir werden jetzt aber unser Rivalen-Battle machen. Oder auch nicht. Ich hätte nämlich jetzt schwören können, dass... Oh, da ist er. Bitte was zum... Okay, Larry. Okay, hat sich wohl mit dem Rivalen-Battle erledigt. Allerdings... Ich würde jetzt sogar nochmal versuchen mit Level 16er Taubsi und 17er Geodude und Bayleaf. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt doch schon klappt. Und wenn nicht, dann werde ich wirklich Taubsi zu Taubora entwickeln. Und wenn es dann nicht klappt, dann wird es erst in der nächsten Folge den Arena-Kampf geben. Wenn wir dann auch nochmal zum Tailhunter gehen, in der Hoffnung, dass wir dann erst noch mit dem Tailhunter-Dings vielleicht ein bisschen leveln können. Und das müssen wir ja morgen erst, oder können wir ja erst morgen angeblich machen. Also ist jetzt meine Idee. Also probieren wir es erstmal. Ich finde es immer noch so cool, dass ich einfach diesen shiny Carpador-Hut habe. Ich kann es ja immer noch nicht glauben, dass wir so unser indirektes erstes Shiny haben. Und dass so eine Seite irgendwie weird aussieht. Ich weiß nicht, aber es sieht halt irgendwie weird aus. Andererseits ist es Carpador. Was erwartet man da? Und jetzt gucken wir einfach, ob wir es vielleicht sogar schon schaffen können. Ich finde es schade, dass wir noch nicht gegen Silber kämpfen können. Unsere Rivalen. Kann man nichts machen. Aber egal. Hey, Buxey! Nur 60 sind da raus. Ja, ich weiß, dass du studiert hast. Oh, er setzt halt wieder sein Sichlo ein. Komm, Gust. Fokusenergie, okay? Das ist halt sehr gut, wenn er... Ja, das ist immer nur so 12, Alter. Schwede. Jetzt hat er meine Defensive gesenkt. Ich muss switchen. Es hilft nichts. Ich muss tatsächlich switchen, weil der meine Defensive runterhaut. Aber er setzt halt nur Fokusenergie und so ein. What the heck? Rollout. Oh, wow. Was? Lol. 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 Nein. Ja. Komm, wir schaffen's. Er setzt nur Leroy ein, wir haben es geschafft! Okay, wir sind einen Teil weiter. Sein Sichler, sein Stärkstes ist besiegt, weil er aus irgendeinem Grund nur Fokus, Energie und Leroy einsetzen wollte.
Oh, das ist sehr schön. Aua. Reicht jetzt. Du hast mich schon wieder vergiftet. Oh, wir schaffen es trotzdem. Darf ich jetzt bitte wieder switchen? Ich will nicht ein altes Pokémon einsetzen. Nein. Ich muss. Ey, das Spiel hat gerade jetzt schon gesagt, dass wir den Kampf gewonnen haben, obwohl ich die Attacke noch nicht eingesetzt habe. Smackdown? Ist das Erdbeben? Ich glaube, das ist Erdbeben. Und Erdbeben ist eine sehr gute Attacke. Ich bin aber nicht sicher. Wir haben es geschafft! Wir haben den Half-Badge! Yeah! Und U-Turn kriegen wir. Boah, wie viele Sachen! Reach Player Level 20 in Johto und noch andere Sachen. Und wir haben es halt wirklich geschafft mit Geodude. Sorry, Taubs. Was? Was? Hä? Ja, ich glaube, das ist für eine geile Falle. Hauptsache, man schafft sogar den Arena-Kampf und dann ist da noch dieser eine Dude, der noch kämpfen möchte, ist klar. Oh Mann, wie unfair ist das. Aber wir haben ja Taubsieg gefühlt nicht eingesetzt. Außer am Anfang gegen Sichlor. Deswegen der natürlich die beiden jetzt easy one-shottet. Und es gibt's noch nicht. Ey, so knapp am Level 17 vorbei. Das kann's nicht sein. Tu mir doch das nicht an, Spiel. Was tut mir das an? Wir werden im Pokécenter die Folge beenden. Wir gehen jetzt nochmal schnell hin und werden uns heilen und in der nächsten Folge definitiv auch mal wieder ein bisschen auf das Lorblatt einsetzen. Weil das Lorblatt nicht unser stärkstes Mon ist, geht ja eigentlich nicht in Ordnung. Aber so ist es aktuell. Es ist einfach Geodude. So, ich habe tatsächlich auch auf die Uhr geschaut. Das war jetzt doch länger der Aufnahme als ursprünglich gedacht. Naja. Dann könnt ihr euch schon mal auf Donnerstag oder. Nee, nicht auf Donnerstag, keine Ahnung. Ihr könnt euch schon mal auf die nächste Folge freuen, wenn wir The Tailhunter versuchen. Und bis dahin erstmal, bye bye! So, das war's dann auch mit diesem Video. Ihr könnt jetzt oben links noch ein weiteres Video von mir anschauen. Unten links die aktuelle Playlist zu diesem Projekt Pokémon. Und rechts könnt ihr kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Servus.